Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Anja Janke. Hallo Anja, stell dich doch einfach mal vor. Hallo, ich bin Anja Janke, Autorin, Mutter von drei Kindern, Ehefrau, Hausfrau und komme aus Norddeutschland. Gebürtig komme ich aus Dresden. Und bin 2020 in eine ziemliche Krise gerutscht, die für mich in einer akuten Erschöpfung und mittelgradigen Depression endete. Von da an hat sich mein Leben verändert. Ich vermute mal, dein Buch handelt davon. Wie heißt denn dein Buch, was du mitgebracht hast? Ich habe heute Liebe rein, Scheiße raus, öffne Augen und Herz mitgebracht. Es ist eine Erzählung in Romanform, die aber wesentliche autobiografische Züge beinhaltet. Gerade wenn es um die Hauptfigur Isabella Wagner geht, ist sie doch sehr gezeichnet von den Gefühlen, die ich durchlebt habe, von der Gedankenwelt, durch die ich während meiner Erkrankung gegangen bin und von vielen Problemen, die sich rund um die Familienorganisation und das Berufsleben aufgetan haben. Isabella ist Ende 30, verheiratet und hat drei Kinder, ganz zufällig, genauso wie ich. Und ihr Mann ist selbstständig und die beiden haben ein kleines Häuschen. Und von außen mag es so aussehen, als wäre es eine makellose Fassade. Die Kinder gehen zur Schule und in den Kindergarten. Die beiden sind verheiratet. Alles scheint nach außen hin schön. Aber in Isabella und damit auch in der Familie brodelt es. Isabella fühlt sich mit der Familienorganisation allein und manchmal sogar überfordert. Denn auch sie ist voll berufstätig, genauso wie ihr Mann. Dazu in einer verantwortungsvollen Position. Und mit all diesen Anforderungen, die von außen auf sie einprallen, ist sie einfach komplett überfordert. Gleichzeitig will sie sich das aber nicht eingestehen, denn wenn sich Isabella eingesteht, dass sie schwach ist und dass sie das nicht schaffen kann, bedeutet das ja auch, dass sie das auch nach außen kommunizieren muss, vor ihrem Mann, vor der weiteren Familie, ihren Eltern oder möglicherweise sogar vor ihrem Chef. Und das versucht sie zu unterdrücken. Dabei kommt es immer mehr zu Gefühlen, die sie sich selbst nicht zugesteht. Sie wird sehr wütend. Und ihr jüngster Sohn, der Oscar, der reagiert zurück wütend. Er wird einfach sehr wütend auf seine Mutter und hält ihr mit dieser Wut den Spiegel vor. Und erst durch diese Reaktion ihres Kindes kommt Isabella überhaupt ins Überlegen, was mit ihr nicht stimmen könnte. Liegt es am Sohn? Liegt es an ihr? Da gibt es ein paar Impulse von außen, die sehr, sehr wichtig sind. Und Isabella kommt ins Überlegen und holt sich letztendlich doch Hilfe und begibt sich auf einen Weg der Heilung, raus aus dem Gefühl, nur noch eine Maschine zu sein, die funktioniert. Und wie sie das schafft, beschreibe ich in meinem Buch. Du hast ganz viel erzählt und wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen und ich habe mich wirklich ganz doll auf heute gefreut und deswegen musst du jetzt auch gleich anfangen mit Lesen. Ja, sehr gerne. Ich steige ein an einen Teil, der ist relativ am Anfang. Es ist so, dass Isabella sich dann doch durchringt, mal 2 Wochen zu Hause zu bleiben. Sie war krankgeschrieben und ist natürlich der Auffassung, dass sie nach 2 Wochen dann auch wieder zur Arbeit gehen kann. Es ist dunkel. Ich kann nicht abschätzen, wo oben und unten ist. Es dringt kein Laut an mein Ohr. Wo bin ich? Vorsichtig erhebe ich mich aus dem Bett, in dem ich liege, und versuche, mich vorzutasten. Aber wohin? Ich irre langsam durch einen Raum, ohne Anfang, ohne Ende.
Ein frischer Luftzug umhüllt meinen nackten Körper. Er ist von Gänsehaut überzogen. Müde und kraftlos gebe ich auf und lege mich wieder hin. Plötzlich höre ich ein Geräusch. Überall sind Hände. Sie leuchten und ziehen mich in die Tiefe. Voller Panik schreie ich um Hilfe und bemerke, dass mich jemand schüttelt und schreit. Wach auf, Bella, wach auf! Mein Körper bebt, als ich genau das neben dem Bett tue. Ich sitze auf dem Boden und schwitze. Paul kniet vor mir und hält meine Schultern fest. Ich lasse mich in seine Arme fallen. Sie geben mir Sicherheit. Nur ein Albtraum, Bella, es ist nichts passiert. Nach ein paar tiefen Atemzügen beruhigt sich mein Puls. Wie spät ist es? Frage ich erschöpft. 3 Uhr, was war denn los? Fragt Paul besorgt. Erneut hole ich tief Luft. Da waren überall Hände. Sie wollten mich nach unten ziehen in die Dunkelheit. Ich hatte keine Chance, es war furchtbar. Hella, nichts für ungut, aber wenn du morgen nicht zum Hausarzt gehst und deinen Krankenschein verlängerst, bringe ich dich persönlich hin. Das kann so nicht weitergehen. Aber ich muss morgen wieder in die Schule. Die Kollegen mussten nun schon 2 Wochen ohne Leitung. Bella, mir reicht es. Unterbricht Paul mich harsch. Dein Zustand hat sich nicht verändert. Du schläfst unruhig, deine Rückenschmerzen sind nach wie vor da und von den Nerven fange ich lieber gar nicht erst an. Sei vernünftig, bleib zu Hause. Die Unsicherheit und das schlechte Gewissen überkommen mich. Oh, ich weiß nicht, meine ich nachdenklich. In dieser Nacht finde ich nicht mehr in den Schlaf. Nachdem Paul wieder eingeschlafen ist, ziehe ich mich auf die Couch zurück. Da sitze ich nun in meinem dunklen Wohnzimmer, in diesem wunderschönen großen Haus mit dem großartigen Garten. Die 3 Kinder schlafen friedlich. Alles ist wie im Bilderbuch, so wie ich es mir immer erträumt habe, alles wunschgemäß geliefert. Nur diese triste und traurige Person auf dem Sofa stört das Bild und macht es zu einer unharmonischen Szene. Morgen muss ich wieder funktionieren. Meine Vorgesetzten erwarten mein Erscheinen. Sie wollen keine Schwäche sehen. Was, wenn ich den Leitungsposten nicht bekomme, weil ich jetzt krank bin? Seit 3 Jahren habe ich diese Stelle kommissarisch inne und nun ergibt sich endlich die Chance darauf, sie zu übernehmen. Bei dem Gedanken an die Arbeit wird mir übel. Schnell laufe ich zur Toilette und übergebe mich. Nachdem ich mich gegen 5 Uhr doch hingelegt habe und eingeschlafen bin, komme ich nicht aus dem Bett, als der Wecker klingelt. Mein Hals brennt und ein flaues Gefühl macht sich in meinem Magen breit. Ich habe keine Lust, keinen Antrieb und keine Nerven für die Kids. Trotzdem stehe ich langsam auf und gehe in die Küche. Schon auf dem Weg dorthin höre ich Benno und Oskar streiten. Ich hatte die Milch zuerst. Benno, gib mir jetzt die Milch, ich will sie zuerst haben, mault Oskar. Nachdem ich tief Luft geholt habe, öffne ich die Tür. Guten Morgen, Jungs. Habt ihr gut geschlafen? Frage ich betont freundlich. Na, du wohl eher nicht, höre ich eine Stimme hinter mir sagen. Jette betritt die Küche. Wurdest du heute Nacht abgeschlachtet? Fragt sie mit einem besorgten Blick. Nein, ich hatte einen Albtraum. Geht schon wieder, danke. Inzwischen hat sich der Streit um die Milch geklärt und alle frühstücken. Üblicherweise wäre ich jetzt dabei, hektisch Brote zu schmieren und mich selbst fertig zu machen. Wie in Trance erledige ich alles ganz in Ruhe und lasse mir Zeit, weil ich es nicht eilig habe. Ich werde erneut zu meinem Hausarzt fahren und bin gleichzeitig so kraftlos nach dieser Nacht, dass ich am liebsten direkt wieder ins Bett fallen möchte. Als die Kinder das Haus verlassen haben, putze ich meine Zähne. Zu mehr bin ich heute nicht in der Lage. Die Frau im Spiegel starrt mich an und ich bemerke, wie sie vermeintlich langsam den Kopf schüttelt. Wie konnte es nur so weit kommen? Du siehst scheußlich aus. Lass dir endlich helfen und nimm dich raus. Oder entscheide dich für die Arbeit, aber dann fliegt dir hier alles um die Ohren, Fräulein. Na, wer ist wichtiger? Die Arbeit oder deine Familie?
Oder bist du noch immer der Überzeugung, alles schaffen zu können, bevor du dich geordnet hast? Hör auf deine Omi und werd dir klar, was du tatsächlich willst. Erst wenn du das weißt, kannst du wieder mehr als nur zu funktionieren. Dein Körper bremst dich, weil er sich nicht weiter kaputt spielen lassen möchte. Ich wende den Blick ab, um dem Gedankenkarussell zu entkommen. Dann mache ich mich fertig und setze mich wenig später ins Auto. Auf dem Parkplatz vor der Praxis merke ich, wie viel mir diese kurze Strecke abverlangt hat. Als ich die Autotür öffne und zum Aussteigen ansetze, stelle ich fest, dass ich wackelig auf den Beinen bin. Mein Kreislauf schwankt und ich bin froh, als ich mich im Wartezimmer setzen kann. Meinen Gedanken noch etwas nachhängend, werde ich nach kurzer Zeit aufgerufen. Na, Frau Wagner, wie geht's Ihnen nach den 2 Wochen? Kommt mein Hausarzt direkt auf den Punkt. Vor ihm sitzt ein Schluck Wasser mit hängenden Schultern. Die Hände ineinander im Schoß verschränkt, als ob sie festhalten wollten, was es nun auszusprechen gilt. Meine Augen füllen sich sofort mit Tränen, als ich sagen möchte, dass mir gerade alles zu viel ist und ich fertig bin mit meinen Nerven. Doch als ich ansetze, eben dies auszusprechen, steckt mir wieder dieser Kloß im Hals und ich bringe es nicht über meine Lippen. Mir bleibt nur, mit den Schultern zu zucken, hilflos den Kopf zu schütteln und auf das Verständnis meines Arztes zu hoffen. Ach, Frau Wagner, was ich sehe, gefällt mir überhaupt nicht. Ich denke, was Sie brauchen, sind eine längere Auszeit und therapeutische Unterstützung. Sind Sie damit einverstanden? Na, diese Frage meint er wohl eher rhetorisch. Ohne auf eine Antwort zu warten, fährt er fort. Sie bekommen von mir zunächst eine Bescheinigung über Ihre Arbeitsunfähigkeit für 4 Wochen. Ich bitte Sie darum, sich auszuruhen und allenfalls Dinge zu tun, die Ihnen gut tun. Gehen Sie spazieren, treiben Sie Sport, sobald Sie zu Kräften kommen, lesen Sie ein Buch, machen Sie nur ungläubig, unterbreche ich seine Aufzählung. 4 Wochen? Ich kann doch nicht so lange der Arbeit fernbleiben. Ein Arzt lässt nicht mit sich reden. Frau Wagner, Sie befinden sich in einem akuten Erschöpfungszustand und stehen kurz vorm Burnout. Solche Krankheiten bauen sich meist über Jahre auf. Sind Sie ernsthaft der Annahme, das würde mit etwas Ruhe innerhalb von 2 Wochen wieder verschwinden? Diesen Zahn muss ich Ihnen leider ziehen und mit Verlaub, ich gehe nicht davon aus, dass Sie nach weiteren 4 Wochen wieder arbeitsfähig sein werden. Sie brauchen Zeit und meines Erachtens auch Hilfe von außen. Ich habe das bei Ihrem letzten Besuch bereits angedeutet. Es gibt die Möglichkeit, in eine Tagesklinik zu gehen oder sich im Rahmen einer Psychotherapie Unterstützung zu holen. Ja, ich weiß, ich habe Donnerstag ein Erstgespräch mit einer Therapeutin. Mein Hausarzt freut sich sichtlich. Das ist ein guter Anfang. Wir werden noch ein aktuelles Blutbild machen. Manchmal ist der Vitaminhaushalt nicht richtig ausgeglichen, was sich auch auf die Stimmung legen kann. Hier könnten wir gut entgegensteuern. Brauchen Sie ein Beruhigungsmittel? Das Angebot nehme ich gern an, denn ich sehne mich danach, mal wieder durchzuschlafen. Ja, aber bitte etwas Pflanzliches. Gut, dann empfehle ich dieses hier. Er reicht mir einen Zettel. Die können Sie, wenn es Ihnen schlecht geht, ohne Bedenken nehmen. Sie erzeugen keine Abhängigkeit. Zur Nacht bitte 2, dann sollte es mit dem Schlaf etwas besser funktionieren. Heute bin ich meinem Hausarzt sehr verbunden, dass er mir die Entscheidung über den weiteren Werdegang abgenommen hat. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Verabschiede ich mich und kehre dem Behandlungsraum den Rücken. Bei der Sprechstundenhilfe nehme ich meinen gelben Schein entgegen und verlasse die Praxis. Ein innerer Drang lässt mich auf dem Rückweg an Pauls Agentur halten. Er hat zum Glück gerade keine Kundschaft. Ich bin für 4 Wochen krankgeschrieben, teile ich meinem Mann erschöpft mit. Sehr gut. Nutz die Zeit für dich. Paul küsst meine Stirn und nimmt mich in den Arm. Alles, was ich will, ist, dass es dir wieder gut geht. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Zum ersten Mal stimme ich ihm aus vollem Herzen zu. Es ist Donnerstag. Nachdem die Kinder mit Paul gut in den Tag gestartet sind, genieße ich ein Bad. Schon lange habe ich mir dafür keine Zeit mehr genommen. Ich zünde mir eine Duftkerze an und schalte leise Musik ein.
Das warme Wasser und der samtige Schaum vereinnahmen meinen Körper. Ich schließe meine Augen, atme tief durch. Die Wärme auf der Haut entspannt mich dermaßen, dass ich alles vergessen kann, was mich beschäftigt. Die Unzulänglichkeit, das Gefühl des Versagens, das mich zerfrisst, der Drang, stark zu sein für jeden. Ich lasse los und bin in diesem Moment völlig frei. So muss sich ein Baby im Mutterleib fühlen, umhüllt von Wärme und Geborgenheit, beschützt vor allen schlechten Gefühlen, einfach glücklich. Jetzt ist der richtige Augenblick gekommen, um das Buch zur Hand zu nehmen, das mir auf meinem gestrigen Spaziergang durch die Stadt im Schaufenster meiner liebsten Buchhandlung direkt ins Auge gestochen ist. Die amerikanische Autorin beschreibt schon im Klappentext, dass es notwendig sei, sich weniger Selbstkritik auszusetzen und mehr Selbstmitgefühl zu entwickeln. Der stetige Druck von außen und der Perfektionismus in uns, kombiniert mit harscher Selbstkritik, wenn die Dinge nicht so laufen wie gewünscht, führe bei vielen Menschen zu Depressionen und Burnout. Es gehe darum, sich selbst mit mehr Gelassenheit und eben Selbstmitgefühl zu begegnen. Schon in den ersten Worten finde ich mich wieder. Wie oft habe ich so viele Aufgaben angenommen, weil ich einfach nicht Nein sagen kann, niemanden enttäuschen und allen gerecht werden will. Und am Ende genügt es dann häufig nicht meinen Ansprüchen oder ich bin so kaputt, dass ich nicht selten einen Nervenzusammenbruch erleide. Ich erinnere mich an eine Situation, die schon mehrere Jahre zurückliegt. In meinem Referendariat wollte ich so glänzen, dass ich danach in jedem Fall eine Stelle an eben dieser Schule bekomme. Die Erkrankung etlicher Kollegen führte dazu, dass ich mehr Klassen und Fächer übernahm, als ich tatsächlich leisten konnte. Bis in die späten Abendstunden bereitete ich den Unterricht vor. Teilweise stand ich morgens um 3 auf, um den letzten Feinschliff an Methoden und Arbeitsblättern vorzunehmen. 2 Wochen hielt ich dieses Pensum aus, dann fand mich meine damalige Mitbewohnerin weinend auf dem Boden liegen. Sie muss gedacht haben, ich hätte einen Anfall. Ich konnte mich nicht mehr einkriegen. Die Welt lag für mich in Scherben. Eine Notärztin kam und gab mir eine Spritze. Dank des Beruhigungsmittels schlief ich innerhalb kurzer Zeit ein und seit langem mal wieder durch. Danach fuhr ich etwas zurück, ließ es langsamer angehen. Als die Notwendigkeit jedoch wieder da war, warf ich die guten Vorsätze über den Haufen. Und so zieht sich dieser Wechsel aus sich langsam steigernden Zusammenbrüchen wie ein roter Faden durch mein Leben. Wie Wellen, die unweigerlich zerbersten. Unheimlich, dass ich dieses Muster noch nicht geknackt habe. Aber nein, Bella findet für jede neue Aufgabe auch immer die passende Ausrede, um sie anzunehmen. Nein sagen, Fehlanzeige. Ich gebe mich wieder den Zeilen der Autorin hin, die hoffentlich Antworten auf die drängenden Fragen bringen. Als das Wasser deutlich abgekühlt ist, lege ich das Buch beiseite und steige aus der Badewanne. Den Gedanken noch etwas nachhängend sitze ich wenig später überpünktlich vor meinem Computer und suche den Link für den Videocall mit Frau Rieger in meinem Posteingang. Von meinem Schreibtisch aus kann ich in die Ferne blicken. Auf dem abgeernteten Feld tummeln sich einige Rehe und fressen die Gartenabfälle der Nachbarn. Bis der Landwirt den Boden irgendwann umflügt, muss es ein Festmahl für die Tiere sein. Ein Mikrofon rauscht, jemand räuspert sich. Zeit, dein Leben zu ordnen, Bella. Hallo, Frau Wagner, schön, dass es mit dem Termin gepasst hat. Hallo, Frau Rieger, ich freue mich auch, antworte ich etwas schüchtern. Auf meinem Bildschirm sehe ich die Frau vom Foto auf der Website nur weniger gestylt. Sie trägt eine Strickjacke mit Quadraten. Die dunkelbraunen Haare sind locker zum Zopf gebunden, eine Strähne hängt ihr ins Gesicht. Irgendetwas ist anders als auf dem Bild. Ja, die Brille. Das Gestell ist heller. Es schmeichelt ihrem Teint. Im Hintergrund steht ein großes Regal mit vielen Büchern. Sie lächelt freundlich. Frau Wagner, vielleicht beschreiben Sie mir zunächst Ihre Situation und den Grund für unser heutiges Treffen. Okay, es geht also direkt in die Vollen. Wo soll ich nur anfangen? Ich überlege kurz.
Naja, so recht weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin 39 Jahre und lebe gemeinsam mit meinem Mann und unseren drei Kindern in einem Einfamilienhaus auf dem Land. Unruhig fange ich an, mir die Hände zu reiben und rutsche auf meinem Stuhl hin und her. Es fällt mir schwer, den Blickkontakt zu halten. Erzählen Sie mir von Ihren Kindern, fordert mich die Therapeutin auf. Meine älteste Tochter Jette ist 13 Jahre, der ältere von beiden Söhnen Benno ist 8 und der jüngste Oskar ist 4 Jahre alt. Er ist mein Sorgenkind. Oskar ist schnell wütend und wird manchmal so aggressiv, dass er unkontrolliert Dinge durch die Gegend wirft oder auch auf mich losgeht. In diesen Momenten sehe ich so viel Ablehnung und Hass in seinen Augen, dass ich... Meine Stimme bricht weg. Wieder spüre ich den Kloß in meinem Hals. Die Tränen laufen und ich halte mir die Hand vor den Mund. Es fällt mir schwer auszusprechen, was ich da soeben dachte, doch genau das ist, was ich in letzter Zeit so häufig denke. Wie kann eine Mutter nur solche Gedanken haben? Bin ich eigentlich völlig durchgeknallt? Ich schäme mich in diesem Moment zutiefst, denn Frau Rieger scheint zu ahnen, was für mich unaussprechlich ist und setzt an, es in Worte zu fassen. Wünschten Sie sich manchmal... Aus einem inneren Impuls heraus unterbreche ich sie. Es regt sich plötzlich das tiefe Bedürfnis, es selbst laut auszusprechen, dass er nicht mehr da ist. Diese 6 Worte lassen meinen Körper erstarren. Nur die Tränen laufen ununterbrochen wie ein Rinnsal. Ja, ich habe schon oft gedacht, hätte ich dich doch nur nicht kommen. Es wäre alles viel einfacher. Was für ein scheußlicher Gedanke. Und jetzt, da er ausgesprochen ist, schäme ich mich noch mehr dafür. Frau Rieger erklärt mir, dass solche Gefühle das Resultat einer Überforderungssituation sein können und nicht den tatsächlichen Wunsch widerspiegeln würden, dass Oskar nicht mehr Teil der Familie sei. Vielmehr geht es darum, fährt sie mit ihrer Erklärung fort, zu ergründen, wie die Überforderung und die damit verbundenen Emotionen wie Wut, Scham und Hilflosigkeit entstehen und dass aufkommende Probleme besser reguliert werden können. Meist kennt der Körper diese Zustände aus vorangegangenen Situationen. Ihre Seele hat Dinge abgespeichert, die in einem anderen Kontext plötzlich wieder aufkeimen und so diese Gefühle auslösen. Sich in die Emotionen hineinzubegeben, kann die Tür zum besseren Verständnis und zur Verhaltensänderung sein. Das klingt plausibel. Doch wie soll das gehen? Das war sehr schön. Sehr interessant, mal sowas zu hören, wenn man es selber nicht kennt. Also die Erfahrung nicht gemacht hat. Ich finde das wirklich sehr interessant. Also und auch sehr mutig von dir. Und ja, danke. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Ja. Lass uns mal ein bisschen über deine Figuren sprechen. Du hast ja auch schon erzählt, dass es autobiografisch ist, aber vielleicht magst du trotzdem ein bisschen was zu den Figuren erzählen. Ja, also von der Hauptfigur Isabella hast du ja gerade relativ viel gehört. Isabella ist eben stark geprägt von den Gefühlen, die ich durchlebt habe. Aber es gibt natürlich viele andere, auch sehr wesentliche Personen für die Geschichte, die gar nicht so meiner Lebensrealität entsprechen. Das ist zum Beispiel der Mann Paul, der im Verlaufe des Buches natürlich damit zu kämpfen hat, wie es seiner Frau geht und der auch immer mal mit ihr aneckt und die Familie. Und dann wird es im Verlauf des Buches noch Personen geben, die wesentlicher Bestandteil auch der Heilung von Isabella sind. Ne? Also wir haben eben einen kleinen Einblick bekommen in die erste Psychotherapie-Sitzung mit der Frau Rieger. Da wird es weitere Einblicke geben, was diese emotionsfokussierte Therapie also macht. Die wird eine sehr große Stütze sein, weil Isabella jemand ist, der seine Gefühle wieder fühlen möchte. Dem Grunde nach hat ihr Kopf verstanden, dass sie Probleme hat und sie hat auch vom Kopf her verstanden, wo die herkommen könnten.
aber sie ist eben nicht mehr in Kontakt mit ihren Gefühlen und kann ihre Wut auch gar nicht regulieren. Und darum geht es eben in dieser Therapie mit Frau Rieger. Darüber hinaus wird es Nirmala geben. Der Leser wird Nirmala kennenlernen, eine ganz wundervolle Frau, die ein Seminarhaus im Brandenburgischen, gar nicht weit entfernt von Isabella, betreibt. Dort kommen Gruppen zu Meditationsretreats oder zu Yoga-Einheiten und mieten sich bei ihr ein. Ein sehr schönes Haus und eine sehr herzliche Frau. Isabella und Nirmala wird sehr, sehr viel verbinden. Dann wird es noch eine weitere wesentliche Person geben, das ist der Karl, bei dem Isabella ein Meditationsretreat macht und zum ersten Mal in Berührung kommt mit Meditation und auch so dem Ansatz von Spiritualität. Und ja, es gibt bei diesem Meditationsretreat noch weitere Personen, wo Isabella oder bei denen Isabella so einen kleinen Einblick bekommt in deren Leben, wo sie auch wieder ein Gefühl dafür bekommt, dass es noch so viele andere Menschen mit so vielen anderen Problemen gibt, denen sie eigentlich allen raten möchte, steht zu euren Problemen, erkennt eure Schwächen und ja doch immer wieder dahin zurückkehrt, ob sie sich das selbst auch gestattet. Ne? Also immer wieder die Frage aufzuwerfen, kann ich das selbst auch oder kann ich das eben nur anderen raten? Und insofern spielen auch diese Nebenfiguren während des Retreats eine große Rolle für Isabella. Gibt es einen bestimmten Ort oder vielleicht Orte, wo dein Buch spielt? Es sind im Wesentlichen zwei. Das ist zum einen eine Kleinstadt im Mecklenburgischen, da wo Isabella eben wohnt und wo sich für sie auch Probleme ergeben, die ihre Scham ansprechen, zum Beispiel nicht in ihrer Kleinstadt zum Psychotherapeuten gehen zu wollen. Das zieht sie in die Großstadt nach Berlin, die halt deutlich anonymer ist. Das ist der eine Ort. Und der zweite Ort ist eben dieses Seminarhaus in Golzow. Das ist auch, und da bin ich wieder im autobiografischen Teil, dass es halt wirklich tatsächlich gibt. Und wo ich auch ein Meditationsretreat genossen habe. Genau, diese zwei Orte. Ich bin gespannt auf deinen nächsten Leseteil. Magst du weiterlesen? Ja, ich steige gerne nochmal ein. Kurz bevor Isabella zu diesem Meditationsretreat startet. Und ja, seid gespannt. Vor einer Woche noch schien die Welt in Trümmern zu liegen und schon jetzt tun sich neue Wege auf. Am Mittwoch hole ich mir die Verlängerung meiner Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim Hausarzt. Gut sehen Sie aus, Frau Wagner. Er empfindet mich offensichtlich als erholt. Als ich ihm jedoch von der beruflichen Entwicklung berichte, bemerkt er schnell, wie sehr mich diese Mitteilung wieder zurückgeworfen hat. Es ist unfassbar, wie umsichtig und mitfühlend einige Vorgesetzte handeln, gibt er ironisch zum Besten. Auch wenn es sie persönlich nicht tröstet, es gibt sehr viele Menschen, mit denen so umgegangen wird. In allen größeren Organisationen finden sie diese Chefs, ob nun beim Amt oder in Krankenhäusern. Anstatt dafür zu sorgen, dass es für die Mitarbeiter, die stressbedingt erkranken, eine gute Rückkehr in den Beruf gibt, werden sie eher gegängelt und abgeschoben. Das ist nichts Neues. Aber sie haben sich einen Weg in Richtung Gesundung gebahnt. Bleiben Sie dran. Lassen Sie sich von dieser Entscheidung nicht aufhalten. In erster Linie geht es jetzt darum, dass Sie wieder auf die Beine kommen und dann sehen wir weiter. Die Worte meines Arztes beruhigen mich, hat sich in meinem Kopf doch in den letzten Tagen die Vorstellung gefestigt, dass ich diese Versetzung mit meinem Ausfall provoziert habe. Mit einem guten Gefühl verlasse ich die Praxis. Es stellt sich allmählich Aufregung ein, nachdem ich nun schon so lange auf die Auszeit in Brandenburg gewartet habe. Morgen geht es endlich los. Die Tasche ist schon gepackt. Als ich zu Hause die Auffahrt hochfahre, sehe ich Pauls Auto dastehen. Irritiert schließe ich die Tür auf. Schatz,
Ist etwas passiert? Meine Frage verhallt in der Stille des Hauses. Ich lege meine Jacke ab und stelle die Schuhe beiseite. Dann schaue ich ins Wohnzimmer. Wo ist er? Paul? Rufe ich nun etwas lauter. Wieder keine Antwort. Ich steige die Treppen hoch und bemerke die offene Tür zum Büro. Langsam öffne ich sie und sehe Paul an meinem Schreibtisch sitzen. Neben ihm steht meine Reisetasche. In der Hand hält er mein Notizbuch. Hitze steigt in mir auf. Er hat in meinem Buch gelesen. Wortlos starrt er mir ins Gesicht. Fassungslos frage ich, was machst du da? Paul schüttelt kaum merklich den Kopf. Du fragst mich, was ich hier mache? Er erhebt die Stimme und wirft das Notizbuch auf die Tasche. Du fragst mich im Ernst, was ich hier mache? Isabella, was soll das? Was soll was? Er sitzt doch hier und verletzt meine Privatsphäre. Ich verstehe deine Frage nicht, gebe ich zurück. Offensichtlich hast du in meinem Notizbuch gelesen, geht's noch? Nun werde auch ich laut. Haben wir nicht verabredet, über alles zu sprechen? Du hast mir dein Wort gegeben. Paul ist so aufgebracht, dass sich seine Augen augenblicklich mit Tränen füllen. Verzweifelt versuche ich, das Ruder herumzureißen, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Wie kannst du nur so mein Vertrauen missbrauchen und in meinem Notizbuch lesen? Ohne auch nur im Ansatz auf meinen Vorwurf zu reagieren, überschüttet mich Paul mit all seinen Gedanken zu dem eben Gelesenen. Ich bin also dafür verantwortlich, dass es dir schlecht geht, ja? Ich habe dir Oscar aufgeschwatzt, korrekt? Ich lasse dich hier mit allem allein und kümmere mich nur noch um mich, richtig? Du machst es dir sehr einfach, Isabella. So nennt er mich nur, wenn er sauer ist. Du kannst das doch nicht alles nur auf dich beziehen und nochmal, du hattest kein Recht, in diesem Buch zu lesen. Es ist nur für mich, um mir klar zu werden, was mit mir passiert. Meine Gedanken, versuche ich mich nun, doch wenigstens im Ansatz zu erklären. Ich wollte unseren dritten Sohn letztlich genauso sehr wie du. Nur hattest du eben die Idee, dass es nach Benno noch ein weiteres Familienmitglied geben könnte. Natürlich haben wir am Ende gemeinsam entschieden. Nun trage ich eben die Hauptlast dieser Entscheidung. Du nennst Oscar eine Last? Wirft Paul sofort ein. Ja, manchmal ist er das, weil er noch nicht so selbstständig ist wie die anderen beiden. Das kann er auch noch nicht sein, dessen bin ich mir bewusst. Aber mich belastet das eben und dann fehlt mir die Geduld und ich werde wütend. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht liebe und ihn mir tatsächlich wegwünschen würde. Genau das schreibst du hier aber, dass du diesen Gedanken manchmal hast, unterbricht mich Paul erneut. Vielleicht hättest du dann eben besser mal bis zum Ende lesen sollen, schreie ich ihn an. Über mich selbst erschrocken, atme ich tief ein und drossle meine Lautstärke. Ich finde mehr und mehr meinen Umgang damit. In den letzten Wochen sind Oscar und ich wieder näher zusammengerückt. Das liegt sicher auch daran, dass ich im Moment nicht durch die Arbeit belastet bin. Habe mehr Energie und damit auch mehr Geduld für ihn und die anderen beiden. Es kommt uns doch allen zugute. Findest du nicht auch? Na, ich weiß nicht, Bella. Paul blickt resigniert zum Boden. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch glauben soll, geschweige denn hoffen. Ich gebe dir Freiraum und unterstütze dich, wo ich nur kann. Und dann muss ich sowas lesen? Es ist enttäuschend und es tut mir weh. Seine Ignoranz bringt mein Blut wieder in Wallung. Du musstest das überhaupt nicht lesen. Du hast es einfach allein und ohne zu fragen entschieden, es zu tun. Damit hast du eine Grenze überschritten. Ich meine, was macht das wohl mit meinem Vertrauen? Du sprichst von Vertrauen? Wie kann ich dir noch vertrauen? Deine ganzen Probleme lässt du hier und verschwindest morgen einfach ins Retreat. Weiß ich, was da abgeht und ob du überhaupt wiederkommst, wenn dort alles glatt läuft? Offensichtlich haben meine Worte Pauls Angst vor dem Zerbrechen unserer Familie wieder entfacht. Ich bin im Moment aber zu verletzt, als dass ich sie ihm jetzt nehmen könnte. Vielleicht
kommt die Auszeit uns beiden zugute. Mit diesem Satz verlasse ich das Zimmer und ziehe mich zurück. Im Augenblick habe ich das Gefühl, meinen Mann nicht richtig zu kennen. Niemals hätte ich ihm einen solchen Vertrauensbruch zugetraut. Enttäuscht und kraftlos lege ich mich ins Bett und starre das Kranichbild an. Morgen fliege ich davon. Über diesen Gedanken falle ich in einen leichten Schlaf. Als ich aufwache, bin ich für einen Moment orientierungslos. Dann stehe ich auf, um zu schauen, wie spät es ist. Mist, schon 15 Uhr, ich muss die Kinder abholen. Paul, rufe ich. Paul! Keine Antwort. Der Blick vor die Haustür verrät mir, dass er wieder gefahren ist. Ich zücke das Handy und versuche, ihn anzurufen. The person you have called is... Schon verstanden. Er ist nicht erreichbar. Sorge steigt in mir auf, doch ich muss los. Ich versuche, mir gut zuzureden, dass schon nichts passiert sein wird und mache mich auf den Weg zur Schule. Benno kommt mir entgegengelaufen und freut sich, dass ich ihn noch vor der Hausaufgabenzeit aus dem Hort abhole. Wir verstauen seine Sachen im Auto und machen uns zu Fuß auf den Weg zum Kindergarten. Dort angekommen, blickt mich Claudia erstaunt an. Oskar wurde schon vom Papa abgeholt, gleich nach dem Mittagsschlaf. Ach, ja, na klar, versuche ich mit vergesslicher Miene zu überspielen. Paul wollte ihn ja heute unbedingt mal abholen. Oskar hat sich gefreut wie ein Schneekönig, dass Papa mit ihm alleine auf einen heißen Kakao zum Bäcker fährt, gibt Claudia, ohne es zu ahnen, Pauls Plan preis. Also dann verabschiede ich mich von ihr bis morgen früh. Benno und ich schlendern gemütlich zurück zum Wagen. Als wir zu Hause ankommen, sind Paul und Oskar noch immer nicht da. Jette sitzt in ihrem Zimmer und macht Hausaufgaben. Mehrfach versuche ich, Paul telefonisch zu erreichen, doch sein Handy bleibt aus. Nun mache ich mir doch irgendwie Sorgen. Wo bleibt er nur so lange mit Oskar? Ob ich meine Reise doch lieber absage? Gegen 18.30 Uhr höre ich Pauls Wagen die Auffahrt hochkommen. Endlich. Mit Freude über Oskars Rückkehr reiße ich die Haustür auf. Mami, Mami! Oskar fällt mir in die Arme. Ich hatte so einen schönen Nachmittag. Schau mal, was Papa mir gekauft hat. Oskar löst sich aus meiner Umarmung und hält eine neue Dinosaurierfigur in der Hand. Stolz präsentiert er mir, dass sie sogar das Maul aufmachen kann. Und ich war sogar noch mit Papa Kakao trinken und Kuchen essen. Das war so toll und lecker. Aufgeregt läuft er an mir vorbei und stürmt die Treppe nach oben. Benno, Benno, schau mal, was ich Neues hab. Paul betritt den Flur. Sein Gesichtsausdruck ist leer und lässt nicht sofort einen Schluss darauf zu, wie er sich fühlt. Hättest wenigstens einen Zettel hinlegen können, sage ich harsch. Dann hätte ich mir nämlich den Weg zum Kindergarten sparen können und wäre vor Claudia nicht blöd dagestanden. Mit arrogantem Unterton gibt er mir, während er seine Jacke weghängt, zu verstehen, so ist es halt, wenn man nicht mehr miteinander redet und jeder sein eigenes Ding macht. Jette steht plötzlich hinter mir und macht große Augen. Dicke Luft? Fragt sie vorsichtig. Was geht's dich an? Gibt Paul zurück. Jette reißt beide Hände in die Luft und dreht auf dem Absatz um. Oh, ich bin schon weg. Na toll, so ein Ärger von meiner Abreise, das kann ich echt nicht gebrauchen. Ich lasse Paul einfach allein zurück. Mir steht nicht der Sinn danach, mit ihm zu diskutieren, solange er so drauf ist. Gemeinsam mit Jette bereite ich das Abendessen vor. Nachdem wir beim Abendbrot ganz nüchtern besprochen haben, wie die nächsten Tage organisiert sind, falle ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Am nächsten Morgen wache ich wie gerädert auf. Der ungeklärte Konflikt mit Paul spuckt mir noch immer im Kopf herum. Nachdem wir gestern Abend einfach schweigend ins Bett gegangen sind, möchte ich noch kurz mit ihm sprechen, bevor er zur Arbeit fährt. Doch als ich in die Küche komme, sitzen dann nur die Kinder. Papa ist schon weg, wir sollen dir noch viel Spaß wünschen, gibt mir Jette gleichgültig zu verstehen. Okay, scheinbar hat er noch immer nicht verstanden, dass er den Fehler begangen hat und nicht ich. Dennoch lasse ich mich nicht davon abbringen, heute nach Brandenburg zu fahren. Ich habe dem so lange entgegengefiebert, das lasse ich mir nicht nehmen. Soll er sich doch in seine Opferrolle suhlen, obwohl sie ihm nicht zusteht? Meine Gedanken und Gefühle zu Papier zu bringen, bedeutet nicht,
dass ich mit ihm nicht rede oder ihm etwas vorenthalte. Es ist der Umgang mit meinem Inneren. Manchmal muss man Empfindungen erstmal für sich selbst sortieren, sacken und wirken lassen, ehe man darüber reden kann. Das muss er einfach akzeptieren. Gerne hätte ich ihm das noch gesagt, aber wir waren beide zu stur und die Gemüter zu erhitzt. Doch jetzt ist er einfach ohne eine Verabschiedung gegangen, obwohl er doch weiß, dass ich zum Retreat fahre. Das ist eher die Verweigerung von Kommunikation. Vielleicht fällt ihm ja irgendwann auf, dass nicht zu reden auch keine Lösung ist. Mit der Reisetasche im Kofferraum bringe ich Jette und Benno noch zur Schule. Oskar gebe ich im Kindergarten ab. Obwohl es sich bis dahin nicht hat anmerken lassen, beim Abschied wird er nun doch sentimental. Mami, kommst du auch ganz sicher wieder? Aber natürlich, mein Schatz. Ich gehe in die Knie und halte sein Gesicht zwischen meinen Händen. Ich fahre nur in einen kurzen Urlaub und dann komme ich zurück. Mach du dir eine schöne Zeit mit Papa und deinen Geschwistern. Mama, du bist die Beste, die es gibt. Ich vermisse dich. Oskar spitzt die Lippen und drückt mir einen dicken Schmatzer auf den Mund. Dann fällt er mir um den Hals. Ich halte ihn so lange fest, bis er von sich aus den Griff löst. Ich liebe dich, mein Engel. Wir sehen uns am Sonntag. Oskar stürmt in den Gruppenraum geradewegs an seiner Erzieherin vorbei ans Fenster. Als ich auf dem Weg zum Auto bin, klopft er gegen die Scheibe. Kurz vorm Tor drehe ich mich noch einmal um. Oskar küsst aufgeregt seine linke Hand. Dann hält er sie nah vor seinen Mund und pustet kräftig. Seine Luftküsse mit der rechten Hand einfangend presse ich die Hand danach ans Herz. Er freut sich und dreht sich um. Wie süß ist der kleine Spatz nur. Mit einem besonderen Gefühl der Herzenswärme setze ich mich ins Auto und mache mich auf den Weg nach Brandenburg. Kurz bin ich versucht, zu Paul in die Agentur zu fahren, lasse es dann aber bleiben. Ich bin zu enttäuscht, dass er sich am Morgen nicht einmal verabschiedet hat. So kenne ich meinen Mann nicht. Der Gedanke, nicht zu wissen, wie es zwischen uns sein wird, wenn ich zurückkomme, macht mich traurig. Könnte dir noch länger zuhören? Sehr schön, ja. Es ist auch wirklich ein Gefühlsauf und Ab, ne? Und viele Lesende können sich, glaube ich, gut hineinversetzen, auch wenn es nicht die konkrete Situation ist, in der sie sind. Aber ich denke, so Familie hält immer Spannungen bereit. Und ja, deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es für viele Lesende wirklich spannend ist. Wollen wir so ein bisschen über deine Entstehung von deinem Buch sprechen, dass du so mal ein bisschen erzählst, wann du entschieden hast, über deine Geschichte ein Buch zu schreiben, wie es dazu kam? Das können wir sehr gerne machen. Und zwar war die Entstehung dieses Buches wirklich eine Achterbahn der Gefühle in vielerlei Hinsicht. Ich habe während meiner Erkrankung wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben. Das habe ich in Kindertagen schon getan, habe es dann irgendwann verloren und habe es wieder entdeckt mit Beginn der Therapie. Und ja, meine Hausärztin hat mir relativ zu Beginn meiner Erkrankung oder der Feststellung der Erkrankung geraten, mir etwas zu suchen, was mich einfach nur mit Freude erfüllt und was mich auch in gewisser Weise mal ablenkt von meiner Situation. Und ich war früher auch über das Schreiben hinaus recht kreativ. Ich habe fotografiert, ich habe gemalt und dachte mir, also in irgendeiner Art und Weise muss es eine kreative Richtung geben, die mich wieder ein bisschen glücklicher macht. Und habe dann ja überlegt, was es sein könnte und bin über so einen Katalog vom Institut für Fernlehrgänge gestolpert und habe dann mal ein bisschen geblättert und die Kreativabteilung ist relativ groß gewesen in diesem Katalog. Also da konnte man viel machen mit Podcast, Social Media, Schmuckdesign. Und dann bin ich bei den Autorenlehrgängen hängen geblieben und habe mir einen Lehrgang gegönnt zur Kinder- und Jugendbuchautorin. Und in der Zeit habe ich einige Einsendeaufgaben einschicken müssen. Man lernt ja dort das Handwerkszeug auch völlig unabhängig vom Genre oder der Altersgruppe.
Und die Einsendeaufgaben, die ich für Erwachsene schreiben durfte, waren halt immer mit einem recht positiven Feedback meines Fernlehrers versehen, weil ich immer über meine persönliche Geschichte geschrieben habe. Und daraus hat sich die Idee entwickelt, dieses Buch zu schreiben und aus diesen kleinen, kurzen Einblicken einen Roman zu schreiben, der diese autobiografischen Züge hat. Ich wollte es nicht komplett autobiografisch machen, um meine Familie auch in gewisser Weise zu schützen, denn diese Erkrankung hat natürlich auch Auswirkungen innerhalb der Familie gehabt. Und ja, ich habe dann angefangen zu schreiben, bin innerhalb von vielleicht so 3-4 Monaten bei Kapitel 12, 13 gelandet und bin dann an einen Punkt gekommen, wo ich mir dachte, wen interessiert es eigentlich? Also ich habe so eine Zweifel entwickelt und dachte mir, das will doch keiner lesen. Das interessiert keinen. Dazu kam, dass ich halt die Geschichte nicht geplottet habe, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, mich vorher schon so festzulegen, wo ich hin will. Das war mir alles nicht klar. Und dann ja kam halt dazu der Zweifel, ob das überhaupt für ein ganzes Buch reicht. Und dann all die Fragen, die sich darum ranken, wie viele Seiten muss denn so ein Buch haben, damit es ein gutes Buch ist und wie viele Wörter schreibt man dann und Fragen über Fragen. Dann habe ich das Projekt erstmal ein bisschen liegen lassen und habe nach einer Coachin gesucht, die mir meine ganzen Fragen beantworten kann. Über Instagram habe ich schon viel über Self-Publishing zu der Zeit gelesen und für mich war klar, wenn ich versuche, dieses Buch zu veröffentlichen, dann wird es für mich nur im Self-Publishing funktionieren, weil ich mich in irgendwelche Abhängigkeiten begeben möchte und weil ich den Titel selbst wählen wollte und weil ich das Cover einfach selbst wählen wollte und diese Freiheit genießen, alles selbst zu entscheiden. Ich habe dann die Sandy Mercier kennengelernt und habe sie angeschrieben und habe sie gebeten, mich zu coachen. Das haben wir dann auch über ein Jahr getan. Und das war sehr, sehr wertvoll für mich und hat mir viele Zweifel genommen, weil wir eben nicht nur an den bloßen Veröffentlichungsprozess mit all den Dingen, die dazugehören, gearbeitet haben, sondern weil sie mir, was das Mindset angeht, einfach unheimlich viel geholfen hat. Ich habe dann ihr auch meine Buchbuddy Heidi Metzmeier kennengelernt, die quasi den Weg parallel mit mir gegangen ist, ein Buch zu veröffentlichen, erstmalig. Und habe festgestellt, wie hilfreich das in so einem Prozess ist, mit jemandem zu gehen, der ähnliche Probleme hat oder der zumindest meine Probleme versteht. Und das war unheimlich, unheimlich hilfreich. Ich habe das Buch dann zu Ende geschrieben an einem Wochenende in Golzow. Also ich bin an den Ort zurückgekehrt, wo auch die Idee erstmalig aufkeimte während des Meditationsretreats, dieses Buch zu schreiben und wo ich auch zu dem Titel gefunden habe. Den habe ich mir nämlich nicht selbst ausgedacht. Da bin ich hingefahren und habe mich da für 3,5 Tage eingeschlossen und habe das Buch zu Ende geschrieben. Und ab da konnte es dann halt in die Vollen gehen. Und mit großen Schritten in Richtung Veröffentlichung. Es sieht keiner, aber du strahlst. Ich habe wirklich jetzt gesehen, wie du strahlst, wenn du über dein Buch erzählst. Das ist total schön. Ja, es war ein großer Teil meiner Heilung, weil ich zum einen die Möglichkeit bekommen habe, anderen Mut zu machen, mein größtes Learning, dass es einfach eine Stärke ist, Schwäche zu zeigen. Und dass wir nicht perfektionistisch sein müssen. Und was ist überhaupt Perfektion? Wer definiert das? Das definieren wir ganz alleine. All diese Dinge in dieses Buch packen zu dürfen und ja jetzt auch in die Fortsetzung gepackt zu haben, das gibt mir einfach so viel Energie und erfüllt mich mit so viel Glück, dass, ja, sobald ich darüber rede, ich strahle tatsächlich. Ja. Ich kann nur sagen, danke.
dass du das mit der Welt teilst, deine Geschichte. Und ich finde es auch ganz wichtig, darüber zu reden, weil ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so. Es gibt nur kaum jemand zu. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Diesen ersten Aha-Effekt, was passiert, wenn man sich selbst traut, über ein Tabu zu sprechen und was es mit der öffentlichen Wahrnehmung macht, war noch vor der Veröffentlichung des Buches. Ich habe Anfang letzten Jahres an einem Wettbewerb teilgenommen von Bold Books. Da ging es darum, unveröffentlichte Manuskripte, erst dem Publikum und dann einer Jury, einer Fachjury vorzustellen. Und das war für mich ein ganz spontaner Schritt aus meiner Komfortzone mit meiner Geschichte in die Öffentlichkeit, denn ich musste jeden Tag oder habe jeden Tag um die Stimmen meiner Follower und meiner Familie und allen Menschen gebeten, die mich kennen. Und damit war natürlich auch klar, dass das ein sehr persönliches Buch ist. Und ich habe nicht selten auf dem Schulhof oder auch im Kindergarten gestanden und es kamen Mamas auf mich zu, von denen ich wirklich der Meinung war, boah, die haben alles, ne? Die Kinder hören, die haben gute Noten, die sehen immer gut aus. Also die Mamas und die Kinder auch. Die machen Sport, die machen Ausflüge, die fahren in Urlaub, die haben ein Haus, perfektes Leben. Und die kamen auf mich zu und haben gesagt, du, danke, dass du das sagst. Bei mir geht's echt dreckig. Ich weiß nicht, dieses und jenes Problem oder es läuft überhaupt nicht. Schön, dass mal einer die Maske fallen lässt. Ja, das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Und inzwischen glaube ich, dass dieser Spruch, den man immer so daher sagt, irgendwie unter jedem Dach ein Ach, ich glaube, das trifft irgendwie auf 90% aller Häuser zu oder aller Wohnungen, weil ich glaube, kaum jemand ohne Probleme durchs Leben geht. Und die einen tragen halt ein etwas schwereres Päckchen und andere ein etwas leichteres. Aber so ganz problemlos kommt hier, glaube ich, keiner durch. Ja. Da gebe ich dir recht, das hast du wirklich schön gesagt. Und ja, ich hoffe, dein Buch trägt sich weiter und weiter, dass man einfach über dieses Thema redet, dass die Gesellschaft damit auch endlich mal anders umgeht und dass man sich traut zu sagen, so, mir geht's nicht gut, pass auf, so und so ist es und akzeptiere das. Das wäre schön. Ja, das würde ich mir auch wünschen, genau. Das ist einfach, gerade bei psychischen Erkrankungen, auch einfach genauso anerkannt wird, erst wenn ich mir das Bein breche. Das sieht man halt. Aber hinter die Stirn kann man halt nicht gucken. Und trotzdem sollte man keinen Unterschied machen. Genau. Genau. Wo schreibst du denn? Wie kann ich mir das vorstellen? Anja am Schreibtisch? In einem kleinen Zimmerchen? Oder in einem netten Kaffee? Also Kaffee geht bei mir tatsächlich gar nicht, weil wenn ich schreibe, dann kann ich keine Umgebungsgeräusche haben. Dann schreibe ich in aller Regel auch ohne Musik. Anja schreibt eigentlich ortsunabhängig. Also ich schreibe schon an meinem Schreibtisch, muss aber sagen, dass ich noch keine richtige Schreibroutine habe. Das heißt, für das erste und jetzt auch für das zweite Buch habe ich mir jeweils Auszeiten gegönnt, weil es mir leichter fällt, mal so 4 Tage am Stück von morgens bis abends durchzuschreiben und so komplett in meine Charaktere und deren Situationen abzutauchen, als jeden Tag so 1000 Wörter, ein Kapitel, whatever zu schreiben. Deswegen wird mein Schreibtisch tatsächlich nicht so oft fürs Schreiben benutzt, sondern eher so für das Ganze drumherum gemanage und Marketing mache. Was ich gerne mache, ist in der Bahn zu schreiben. Also ich fahre relativ häufig mit der Bahn, entweder nach Dresden zu meinen Eltern oder auch nach Berlin zu Events. Und kürzlich bis Frankfurt, da hatte ich also viel, viel Zeit, um zu schreiben. Und da packe ich mir dann einfach Kopfhörer aufs Ohr. Da funktioniert es dann auch mit der Musik komischerweise, nur zu Hause am Schreibtisch eben nicht. Ja, so ist das. Warum bist du Autorin geworden? Ja,
Also das habe ich in Teilen tatsächlich ja schon beantwortet. Also es hängt sehr stark mit der Erkrankung zusammen, die ich hatte, und dem Wunsch und dem Anstoß meiner Ärztin, mir etwas zu suchen, was mich erfüllt. Also das war schon ja der Grundstein, so richtig daran zu glauben, dass ich Autorin sein kann. Das Gefühl hat sich erst eingestellt, als ich das erste Buch aus dem Druck in der Hand hielt. Dann habe ich erst gefühlt, ja, jetzt bin ich Autorin. Und warum ich es bleiben möchte, ist einfach, ich habe diese Magie erlebt, die ich Menschen geben kann, wenn ich aus dem Buch lese, also bei Vorlesungen oder wenn ich auf der Messe bin. Ich war letztes Jahr auf der Buch Berlin mit Heidi zusammen und das war einfach unfassbar schön, mit den Menschen über dieses Buch und damit auch über das Thema ins Gespräch zu kommen. Und ich erlebe einfach dieses Autorinnen-Dasein als ja, Kraft und als gutes Mittel, meine Botschaft in die Welt zu tragen. Und das will ich weiterhin tun. Und ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch Autorin. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ja, im Social Media findet ihr mich bei Facebook. Dort ist mein Name Autorin Anja Jahnke. Ich muss gestehen, dass ich das aber nicht so pflege, weil ich mit den Facebook-Strukturen nicht so gut zurande komme. Viel eher findet ihr mich auf Instagram unter @anja.jahnke.autorin. Instagram ist ja meine Lieblings-Social-Media-Plattform, auf der ich viele Reels hochlade, auch meistens die ersten Informationen über Veranstaltungen oder Neuigkeiten poste und euch auch an Büchern teilhaben lasse, die ich selbst lese und als wichtig erachte und die ich meinen ja Lesenden auch gerne mitgeben möchte. Und ganz neu bin ich inzwischen auf TikTok unter @anja_jahnke_autorin. Weil ich mir von meinem Vertriebspartner habe sagen lassen, dass Autorinnen heute an TikTok nicht mehr vorbeikommen, dachte ich mir, ich probiere es einfach mal aus, weil kamerascheu bin ich ja nicht. Und insofern ja, versuchen wir es dann jetzt eben auch auf TikTok. Außerdem habe ich eine eigene Website, anja_jahnke.com. Darauf findet der Leser nicht nur ein About Me und ein Buchladen, wo er also auch direkt den Blick ins Buch werfen kann und den Trailer mit einer Lesung anschauen kann, sondern er findet auch einen Blog und ein Kontaktformular. Ich freue mich immer, wenn die Leser mit mir Kontakt aufnehmen. Und dort findet man auch die Anmeldung zum Newsletter. Beim Newsletter ist es so, dass ich da ganz meiner Intuition folge. Ich bin nicht die Autorin, die sich einmal im Monat regelmäßig meldet. Denn wenn es nichts zu erzählen gibt, dann ja, dann schreibe ich auch nicht. Und insofern können meine Newsletter-Abonnenten sich darauf einstellen, dass ich mich eben wirklich nur dann melde mit den neuesten Neuigkeiten, wenn es wirklich was Gutes zu berichten gibt. Und es ist so, dass meine Newsletter-Abonnenten immer die ersten sind, die zum Beispiel die neue Leseprobe für das aktuelle Buchprojekt bekommen oder dass sie auch als erstes auf Aktionen hingewiesen werden, wie zum Beispiel die Signieraktion bei der Buchhandlung Kraft, die immer für die ersten eingehenden Bestellungen mit einem kleinen Extra verbunden sind. Insofern gebe ich meinen Newsletter-Abonnenten da immer gerne den Vorrang. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? In der Buchhandlung um die Ecke? Ja, natürlich. Könnt ihr gerne überall kaufen, auf allen Plattformen, in jeder Buchhandlung. Es wird nicht in jeder Buchhandlung liegen, weil die natürlich nur gewisse Kapazitäten haben. Aber wenn ihr hingeht und es dort bestellt, dann kriegt ihr das in aller Regel innerhalb eines Tages. Und es gibt es inzwischen auch in allen Formaten. Also man kann es als Taschenbuch kaufen, es gibt es auch als E-Book auf allen Plattformen und seit Dezember sogar als Hörbuch. Denn
viele meiner Interessentinnen haben mir zumindest über Social Media zurückgemeldet, dass sie es zwar gern lesen würden, aber so wenig Zeit haben. Und da ist also das Hörbuch durchaus angebracht und eine gute Alternative für diejenigen, die noch mit dem Kinderwagen unterwegs sind oder beim Putzen einfach Hörbücher hören oder ja auf dem Weg zur Arbeit. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Von meinen Lesern wünsche ich mir in allererster Linie, dass sie mit sich und dem Buch ganz achtsam umgehen. Aus meiner Erfahrung heraus schafft es das Buch und der Inhalt, Menschen zu berühren. Das muss nicht immer sofort im positiven Sinne sein. Damit meine ich, wenn jemand merkt, dass die Inhalte sehr tief gehen und so stark berühren, dass es sich nicht mehr gut anfühlt, dann bitte ich immer darum, es für einen Augenblick beiseite zu legen, weil ich glaube, dass der richtige Moment kommen wird. Das ist mein größter Wunsch. Geht achtsam mit euch um und hört in euch rein. Darüber hinaus wünsche ich mir natürlich von meinen Lesern und Leserinnen, dass sie mir einfach Rezension schreiben, dass ihr mich über das Kontaktformular anschreibt, mir eure Meinung zu dem Buch mitteilt. Ich bin selbst jemand gewesen, der keine Rezension schreibt, weil ich darin gar keinen Nutzen gesehen habe für mich. Jetzt als Autorin muss ich sagen, es ist wirklich immens wichtig, weil mit so einer Rezension kann ich andere Leute darauf hinweisen, dass es ein Buch mit einem richtig guten Inhalt ist und dass es sich lohnt, das zu lesen. Und am Ende ist es tatsächlich so, je mehr Rezension ein Buch hat, desto besser wird es auch gefunden, weil der Algorithmus einfach merkt, das ist gefragt, ne? Das wird viel rezensiert. Also das ist ein ganz bodenständiger Wunsch. Schreibt bitte Rezension, und das gilt nicht nur für mein Buch, das gilt auch für all die Bücher, die ihr lest. Macht es bitte einfach. Ansonsten wünsche ich mir von meinen Lesern, dass sie mein Buch weiterempfehlen. Wenn es euch gefallen hat, braucht ihr nicht nur eine Rezension schreiben. Ihr könnt gucken, gibt es jemand, dem das vielleicht auch gut tun würde. Und letztlich freue ich mich immer, wenn ihr euch zu meinem Newsletter anmeldet, denn dann bekommt ihr die ersten Informationen aus erster Hand und euch entgeht keine Chance auf besondere Aktionen. Wir sind leider schon am Ende, Anja. Schade, ich hätte noch ganz lange mit dir erzählen können. Ich habe dir so gerne zugehört. Besonders, wo du über die Entstehung von deinem Buch gesprochen hast. Also es war ja einfach spannend und das alles zu hören, was du so erzählt hast. Und ich habe ja nun gesehen, wie du gestrahlt hast, aber man hat es natürlich auch gehört. Und das werden die Hörer, denke ich, auch bestätigen. Ja, ich danke dir ganz recht herzlich für die Einladung und ich freue mich über diese Chance, hier mein Schätzchen und die damit verbundene Botschaft, dass es eine Stärke ist, Schwäche zu zeigen, in die Welt hinauszutragen. Und ja, vielen Dank für dieses nette Interview. Ich danke dir und du bist wieder herzlich eingeladen. Du darfst immer wieder kommen, also mach weiter, schreib noch ganz viele Bücher. Ist ein tolles Thema. Ich glaube, da hast du noch ganz viel Stoff und ich würde mich da sehr freuen. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, ja, für dieses tolle Buch, diese tolle Geschichte, und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Emilia. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.